AVM wirbt aktuell sehr mit seinem neuen Feature der Mesh-Funktion. Was das ist und wie das funktioniert, das hat AVM besser erklärt, als ich das jetzt könnte. Deshalb schaut euch bitte entsprechend die AVM-Videos dazu an. Ich möchte hier mal einen Praxistest diesem ganzen System unterziehen und wir schauen uns mal mein Setup hier an auf der ersten Folie. Übrigens, die Geräte habe ich von AVM zur Verfügung bekommen, die ich jetzt hier einem Test unterzogen habe. Ihr seht hier einen Grundriss meiner Wohnung. Unten steht die Fritzbox 6500 Cable und die steht natürlich maximal schlecht, denn dort sieht man schon, kann ich nicht alle Punkte im Haus mit WLAN erreichen. Ich kann die aber auch nirgends anders hinstellen, denn da fehlt das Kabel aus der Wand von Vodafone Kabel Deutschland. Ihr seht hier ein paar Messwerte. Ihr seht schon, manche haben ein N hinten dran, manche AC. AC bedeutet, ich war hier im WLAN AC, N bedeutet, ich war im WLAN N. Ich habe das gar nicht selber entschieden, wo ich war, das hat die Fritzbox für mich entschieden. Dieses Feature nennt sich Band Steering. Und das bedeutet eben, dass nicht das Endgerät entscheidet, wo es sich hin verbindet, sondern die Fritzbox. Das kann man aktivieren in der Fritzbox einmal, da muss ein Haken gesetzt werden und eine Voraussetzung ist, dass die SSID, also der Name des WLANs, identisch ist auf beiden Funknetzen, sowohl im 5 GHz-Bereich als auch im 2,4 GHz-Bereich. Das war bei mir der Fall, das heißt, die Fritzbox hat also selbst entschieden, wo sie sich hin verbindet. Was mir dabei aufgefallen ist, rechts oben seht ihr, dass ich dort im WLAN AC war und kaum eine Verbindung zustande bekommen habe auf diesem roten Messpunkt, also die Punkte sind hier immer meine Messpunkte. Und das hat mich ein bisschen gewundert, warum ich hier im WLAN AC geblieben bin. Die Fritzbox hat auch nicht umgeschaltet. Also ganz sicher war ich mir nicht, ob WLAN AC da die beste Option war, weil auf die Strecke ist normal WLAN N besser. Was auch verwundert hat, ist, dass ganz unten habe ich 100 Mbit, auch im WLAN N. Das wäre vielleicht besser im WLAN AC gegangen, denn da war wirklich nur eine Wand zwischen mir und der Fritzbox gewesen. Also das waren vielleicht 3 Meter Entfernung plus die Wand halt noch. Ich habe da eine kleine Vermutung, warum das so ist und die möchte ich mal auch mit der nächsten Folie bekräftigen. Bevor ich jetzt aber springe, ihr seht, es gibt 2 Punkte in meiner Wohnung, wo ich schlechtes WLAN oder gar keins habe. Das sind die 2 roten Punkte oben. Und da schauen wir mal, wie sich das mit WLAN Mesh bessert. So, um WLAN Mesh machen zu können, brauche ich natürlich ein zweites Gerät. Und in meinem Fall ist das der Powerline WLAN 1260E. Auch das habe ich von AVM bekommen. Das habe ich nur eine Wand weitergesteckt und das hat schon einen ganz großen Effekt gehabt. Alles, was ihr jetzt hier in lila seht, da hat sich mein Endgerät, mein Laptop dann am Ende verbunden mit dem Powerline-Gerät und nicht mehr mit der Fritzbox direkt. So, was ist jetzt hier bei der ganzen Geschichte aufgefallen? Also, als erstes, es schaltet also hin und her zwischen N und AC. Das ist ja Band Steering, das kennen wir ja schon. Es hat aber trifft da nicht immer die besten Entscheidungen. Zum Beispiel seht ihr hier oben die 50 Mbit in der Mitte der Wohnung im Flur bei mir. Die waren vorher besser. Also das ist jetzt ja erstmal unabhängig von dem WLAN Mesh. Da war ich im AC-WLAN noch gewesen und da hatte ich eine bessere Verbindung. Jetzt muss ich mal darauf eingehen, wie ich getestet habe. Also ich bin in der Wohnung rumgelaufen und bei der ersten Folie habe ich ja auch neben der Fritzbox getestet. In dem Fall habe ich das auch gemacht, bin aber erstmal auf den Balkon, da hat er dann auf N umgeschaltet. Da habe ich sogar eine schlechtere Verbindung dann gehabt als beim ersten Mal, obwohl meiner Meinung nach die Verbindung zum Powerline-Gerät hier die bessere Option gewesen wäre. Am Anfang war er da auf dem Balkon auch noch über das Powerline-Gerät mit 23 Mbit verbunden. Allerdings weiß ich nicht, in welchem Funknetz, denn er hat mir das ein bisschen komisch angezeigt in der Fritzbox. Nichtsdestotrotz, ich bin dann vom Balkon wieder runtergelaufen und wieder an diesen Messpunkt gegangen, wo ich vorhin schon so ein bisschen rumgemeckert habe, dass nur eine Wand zwischen mir und der Fritzbox war und auch da bin ich im N-WLAN geblieben und habe ähnliche Geschwindigkeiten bekommen. Und jetzt bin ich dann wieder zurück in das Zimmer, wo die Fritzbox steht, neben die Fritzbox. Und auch hier habe ich nur N-WLAN gehabt. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, denn ich stand mit dem Gerät neben der Fritzbox. Da hätte er auf jeden Fall auf AC umschalten müssen. Dann habe ich mir gedacht, na ja, vielleicht ist das Ding ja hat ein bisschen Intelligenz drin und schaut einfach, wie sehr das WLAN genutzt wird. Und erst, wenn es wirklich ausgenutzt wird und er sieht, okay, der Client, der will jetzt echt mehr Leistung haben, den tue ich ins AC-WLAN schmeißen, dann schaltet er auch um. Das habe ich in dem getestet, indem ich einfach eine 10-GB-File aus dem Internet geladen habe. Ich habe immerhin 400 Mbit Internet, also das geht weit über die 99 Mbit hinaus, meine Geschwindigkeit. Und dementsprechend hätte der umschalten sollen, ist aber nicht passiert. Also ich habe diese 10-GB-File gar nicht bis zum Ende geladen. Ich habe einfach mal 5 Minuten laden lassen, dann abgebrochen. In der Zeit hat er nicht umgeschaltet. Das ist für mich absolut unerklärlich und zeigt auch, dass dieser Mechanismus nicht so gut funktioniert. Also Band Steering hat nicht gut funktioniert, muss ich jetzt einfach mal so feststellen. Auch diese Umschalterei auf dem Balkon hat mir nicht gut gefallen. Ich vermute auch, dass da Band Steering wieder eine Rolle gespielt hat. Da hätte dieses Powerline-Gerät 1260E
einfach ja ins N-WLAN gemusst, vermute ich mal. Ich denke, da wäre die Verbindung dann besser gewesen, aber ja, so tolle Messinstrumente habe ich jetzt nicht, außer meinen Laptop, um das festzulegen. Nichtsdestotrotz, er hat sich falsch entschieden. Ich hatte ja vorher die 23 Mbit und dann auf einmal nur noch 15 Mbit. Also es wäre sowieso schneller gewesen mit dem Powerline-Adapter. Was auch noch auffällt, ist der rechte grüne Messpunkt mit 116 Mbit pro Sekunde. Vorher hatte ich da deutlich mehr. Er hat sich hier entschieden, in das Powerline-WLAN zu gehen. Und da habe ich nämlich eine Vermutung. Ich habe ja verschiedene Wegstrecken quasi bis zu meinem Endgerät. Wenn ich mich an die Fritzbox direkt anmelde mit WLAN, dann habe ich natürlich nur die WLAN-Verbindung zwischen mir und der Fritzbox. Wenn ich jetzt aber Powerline habe, dann habe ich die Wegstrecke Powerline und dann ab dem Powerline-Adapter nochmal WLAN. Und diese ganze Strecke muss ich ja immer berücksichtigen, wenn ich die beste Geschwindigkeit kriegen will. Und ich vermute einfach, dass die AVM-Geräte nur gucken, wo kriege ich das beste WLAN, also für das Gerät, das ich gerade anmelde. Ja, und das beste WLAN kriege ich halt hier im Zweifelsfall vom Powerline-Gerät, das ist einfach näher dran an dem Endgerät. Aber die Powerline-Verbindung, die hat auf dieser Wegstrecke halt einfach in der Anzeige 200 Mbit, was dann aber eine Bruttodatenrate von diesen 100 Mbit ungefähr ist oder ein bisschen mehr als 100 Mbit. Das konnte ich soweit testen. Also meine Vermutung ist, das Nadelöhr ist jetzt hier nicht WLAN, sondern tatsächlich die Powerline-Verbindung. Und das ist ein bisschen blöd, dass quasi nicht die ganze Wegstrecke bei diesem WLAN-Mesh berücksichtigt wird, sondern immer nur geguckt wird, wo ist gerade die beste WLAN-Verbindung. Das ist zumindest meine Vermutung. AVM kann sich ja mal dazu in den Kommentaren äußern, wie es tatsächlich läuft. Ja, insgesamt muss ich sagen, ist das natürlich bei mir deutlich besser geworden. Schön ist, dass ich einfach mit den Geräten in der Wohnung rumlaufen kann und in den meisten Fällen sich das Gerät immer für den besten Empfang entscheidet. Das sollte ja mit Bandsteering sowohl WLAN AC als auch WLAN N betreffen. Ärgerlich ist es halt einfach, wenn ich eigentlich AC haben könnte und bekomme nur N. Also richtig ausgereift ist die Technik nie. Also ich muss jetzt nie leiden, die Geschwindigkeit ist an jedem Testpunkt hier völlig okay gewesen, bis auf den Balkon, der war ein bisschen langsam. Aber so richtig überzeugt hat es mich ehrlich gesagt noch nicht. Dazu kommt jetzt noch eine andere Sache. Und zwar da oben der Testpunkt, wo ich die 112 Mbit im AC-Netzwerk habe, steht mein Raspberry Pi im N-Netzwerk, aber genau auch an die nebendran quasi. Und der hat die ganze Zeit 2 Mbit angezeigt und hat sich direkt mit der Fritzbox verbunden. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich ist die Fritzbox viel weiter weg als der Powerline-Adapter. Und dann habe ich gedacht, naja, auch hier vielleicht muss ich Last aufs WLAN geben, damit er dann merkt, das Gerät kriegt gerade zu wenig. Also, was habe ich gemacht? Habe iPerf angestartet und es hat nichts gebracht. Es war trotzdem immer diese langsame Geschwindigkeit. Und er hat sich auch nie umgeschaltet auf das Powerline-Gerät. Und das, dachte ich zumindest, ist genau das, was ja WLAN-Mesh ausmacht, dass er eben halt dass nicht mehr das Gerät entscheidet, wo die beste Verbindung ist, sondern dass halt auch notfalls das WLAN-Mesh-Gerät dem Client sagt, ja, hier ist der bessere WLAN-Empfang, wir zwingen dich jetzt auf das Gerät. Das konnte ich dann erzwingen, indem ich einfach hergegangen bin, das seht ihr dann unten in dem Screenshot, indem ich den Raspberry Pi einfach einmal neu gestartet habe. Und dann hat er sich auch im Powerline angemeldet und ihr seht hier mit 72 Mbit pro Sekunde. Ja, also auch da hat nicht so richtig funktioniert, wie es hätte besser gehen sollen. Also da ist noch ein bisschen was zu tun für AVM. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare, wie eure Erfahrung so mit WLAN Mesh ist. Und ich würde mich natürlich auch über eine Rückmeldung von AVM freuen, wie sie das einschätzen, was ich hier für Erfahrungen gemacht habe.